Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin es, Nathalie. Herzlich willkommen zurück. Wie gesagt. Also, willkommen zu einem neuen Video. Erstmal möchte ich mich für das ganze positive Feedback, vor allem zu meinem Biologie-Studieren-Video, sagen. Und auch für die ganzen netten Kommentare und Nachrichten, die mich so erreicht haben. Das freut mich ganz doll. Heute das Thema ist mein erstes Semester im Studium der Biologie. Ja, ich wollte mal so ein bisschen das alles so Revue passieren lassen, wie das alles so war. Wie ich so an manche Sachen herangegangen bin. Und ich hoffe, es gefällt euch. Den werde ich dafür brauchen. Also beginnen möchte ich mit der Uni-Auswahl. Ich glaube, ich habe meine originale Uni-Auswahl leider nicht mehr hier. Aber ich suche da mal kurz was raus. Das ist quasi das wichtigste kleine zusammengeheftete Bündel, was es eigentlich gibt. Hier sind so meine ganzen Nachweise für die Uni drin, die ich benötige und die auf gar keinen Fall wegkommen sollten. Und mein Modulhandbuch, das ich ja auch schon des Öfteren gezeigt habe. Beziehungsweise Studienordnung. Ich weiß, ich verwechsel die Begriffe immer wieder. Also, und hier habe ich tatsächlich auch noch etwas drin. Das ist mein finales Entscheidungsblatt gewesen zwischen Oldenburg und Greifswald. Und jeder, der vielleicht auch sich jetzt bald entscheiden muss, an welche Uni er geht und er sich aber vielleicht nicht so ganz entscheiden kann, dem würde ich sowas auf jeden Fall ans Herz legen. Mir hat das total geholfen. Ich habe das aber auch schon von vornherein gemacht. Ich hatte da so eine riesige Tabelle mit irgendwie 7, 8 Unis. Und was die in den ersten Modulen haben, was mir davon gar nicht gefällt, was ich aber gut finde. Und habe mir so eine kleine Pro- und Kontraliste dann gemacht. Ganz ohne den Fakt, welche mich dann genommen hat und welche nicht. Aber so, dass ich schon mal auch bei Hochschulstart so das Ranking festlegen konnte, auf welcher Platzierung ich welche Uni habe. Also auf gut Glück, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre mir zu knapp gewesen, wenn ich dann die Zusage hätte von verschiedenen Unis und dann erst googeln müsste, okay, warum finde ich die gut. So, wenn man jetzt dann Zeit hat nach dem Abi und sich bewerben kann, würde ich das jedem so ans Herz legen, vielleicht so eine kleine Liste zu machen. Egal, welcher Studiengang das vielleicht ist, um halt rauszufinden, welche Uni man halt tatsächlich am besten findet. Und Greifswald war bei mir eigentlich echt weit vorne. Nach den Meeresbio-Unis, sag ich mal so. Also Rostock war immer so mein Ziel, dadurch, dass man da auch Meeresbio schon so im Bachelor hat. So wie bei Bremen auch, aber ich bin komplett zufrieden mit Greifswald. Ja, das lief ja alles relativ chaotisch ab bei mir. Ich habe ja zuerst eine Absage bekommen und dann irgendwie doch eine Zusage. Das war aber bei einigen Kommilitonen so. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und ich wurde auch schon gefragt, wegen der Einschreibung und des NCs. Wir in Greifswald, wir haben so ein Punktesystem. Da zählt zwar der Notendurchschnitt mit rein, aber auch die Noten, die man in Bio, Chemie, Mathe, Englisch, ich glaube so hatte, die wurden dann mal 2, mal 3 oder so gerechnet, je nachdem, was für eine Wichtung die quasi hatten. Ich weiß das leider nicht mehr aus dem Kopf und ich habe die Tabelle auch nicht mehr gefunden. Das ärgert mich. Und danach kriegt man dann irgendwie Punkte, 794 oder sowas. Und dann sieht man quasi in der NC-Tabelle von Greifswald nur die Punktzahl. Also da nicht irgendwie verwirren lassen oder so. Das ist quasi ausgerechnet worden. Aber ich finde es besser, als nur den NC werten zu lassen. So werden halt auch die Noten mit reingezogen. Ich finde es halt besser, als nur den NC werten zu lassen. So werden halt auch die Noten von den Fächern mit einbezogen, sodass man auch wirklich sagen kann, ja, ich bin halt gut im Bio. Aber ich war halt scheiße in weiß ich nicht, Geschichte. Und deshalb sieht mein Abi jetzt so aus oder so. Also davon würde ich mich halt dann nicht entmutigen lassen. Manche Unis haben da auch eine gute Lösung gefunden. Gut, als nächstes noch kurz, was für Fächer ich hatte im ersten Semester. Also ich hatte allgemeine Botanik 1 und 2, die habe ich auch bestanden. Dann hatte ich anorganische Chemie und organische Chemie, allgemeine Zoologie 1, Statistik, Experimentalphysik 1 und Statistik 1. Ah ja, und ein Computersoftware. Also ich nenne es Computersoftware. Das ist irgendwie die genaue Beschreibung. PC, Software.
Das war so eine Art Seminar, würde ich behaupten. Einmal in der Woche, wo wir halt an, hübsch formuliert, an die Programme, die man so im Studium und im Arbeiten der Biologie braucht. 80% davon kannte ich schon. Und ja, leider war es halt ein Pflichtfach, zu dem man anwesend sein musste. Fand ich schade, weil ich das halt schon kannte. Auch durch meine Ausbildung halt viel. Ja, aber das habe ich bestanden. Da musste man halt nur einen Vortrag halten in der Gruppe. Und das lief eigentlich ganz gut. Sonst habe ich noch keine weiteren Prüfungen geschrieben, bis auf Botanik. Dadurch, dass ja meine Hand, heute ohne Bandage, leider den Geist aufgegeben hat. Und das war für mich so ein kleiner Weckruf. Ich habe zwar Hardcore-Learning gemacht im Januar, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so ausarten könnte. Und dann wurde ich quasi zwangsbeurlaubt von meiner Hand und konnte Zytologie nicht mitschreiben. Mein botanisches Praktikum musste ich abbrechen. Und hätte jetzt eigentlich auch das organische Chemie-Praktikum nicht machen können. Also Praktikum steht hier für Labore. Praktisches Arbeiten quasi. Aber das wurde aufgrund des Coronavirus verschoben. Und der Semesterstart auch. Und so halt auch die restlichen Prüfungen, die ich noch schreiben muss. Was ich persönlich gar nicht so schlecht finde, weil jetzt kann ich meinen Lernplan, natürlich habe ich einen Lernplan, den kann ich jetzt durchziehen. Er geht morgen los. So 2 Vorlesungen pro Tag sollte man schaffen. Ich habe leider nicht alles innerhalb des Semesters geschafft, da ich mich halt auf die Vorlesungen konzentrieren wollte, in denen ich halt auch Prüfungen schreibe. Und ich habe das mal auch so aus Spaß ausgerechnet. So von wegen, ja, Studenten, die haben ja so viel Zeit. Also ich hätte eine 40-Stunden-Woche gehabt, was ja eigentlich so Standard ist. Als Arbeitnehmer und auch so als Student in den meisten Studiengängen. Aber da war bei mir halt noch keinerlei Nachbearbeitungszeit so mit drin. Also ich glaube, meine Vorlesungen waren drin und die Nachbereitungszeit für die Vorlesungen, aber die Übungen nicht. Also ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren es bei mir dann fast 50 oder so. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin lieber jetzt auch wegen meiner Hand ein bisschen ruhiger und denke mir so, ja, dann verschiebt sich halt 1-2 Sachen ins spätere Semester oder so. Aber das ist ja nicht so schlimm. Gut, Organisation wollte ich nochmal kurz ansprechen. Da haben wir hier meinen fancy Ordner, das ist mein erstes Semester bisher. Und wie gesagt, da fehlt noch viel, einiges. Ich bin halt leider nicht dieser Morgenmensch, das habe ich schon in meiner eine Woche Bio-Studium erwähnt. Und deshalb bin ich tatsächlich auch zu vielen 8 Uhr Vorlesungen nicht gegangen. Unglücklicherweise waren das halt auch die, die mich nicht so interessieren. Aber ich muss trotzdem Prüfungen bei denen schreiben. Und deshalb habe ich jetzt quasi ein bisschen mehr zu tun. Aber ich finde das nicht schlimm. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade auch übel motiviert. Habe ich lieber im Semester mir weniger Stress gemacht und habe halt auch das nachgearbeitet und probiert es zu verstehen in der Woche, was wir auch behandelt haben. Und das war halt auch so mein Plan. Ich wusste, wir haben ja 2-3 Monate Zeit, bis die neuen Semester losgehen. Ja. Jedenfalls, das ist mein Ordner. Und ich kann dir ganz kurz noch mal zeigen. Dann zeige ich euch mal Chemie. In Chemie habe ich leider nicht so viel im Semester gemacht, weil es für mich dann irgendwann auch feststand, dass ich das später im Semester schreibe und halt auch mehr Zeit habe. Aber als Resultat daraus, dass ich mehr Zeit brauchte, um das wirklich auch zu verstehen. Ich meine, in der Schule, da hat man viel auch so einfach so gelernt, einfach nur teilweise auswendig gelernt, um es halt auch wieder abspielen zu können, und dann hat man es vergessen. Und das ist nicht so mein Ziel im Studium. Ich möchte schon vieles wirklich verstehen, was ich auch lerne, weil ich glaube, dass man das auch später benötigt. So kann ja nicht schaden, wenn man organische Chemie verstanden hat, dass man dann auch Biochemie besser versteht, anstatt dass man in Biochemie dann nochmal ein bisschen mehr Lernaufwand hat, weil man halt in organischer Chemie das halt nur abgespult hat oder so, was ich aber auch schwer finde, wer das kann. Applaus. Ich finde, wenn man das versteht, ist das natürlich auch einfacher. Ja, aber hier erstmal kurz zu meinem Orga-Teil. Das ist so meine Übersicht
zu all den Vorlesungen und die Themen zu den Vorlesungen und was ich davon nachgearbeitet habe. So dass man einfach nicht den Überblick verliert. Weil bei 7 Fächern mindestens 10 bis 15 Vorlesungen, die man dann so im Semester durcharbeiten muss, kann man schon mal irgendwann verwirrt werden, was man jetzt schon geschafft hat und was nicht. Vor allem, weil sich die Themen auch dann doppeln. Das geht ja ineinander so überfließend. Und dann denkt man so, man hat das Thema schon gemacht. Dabei ist das nur irgendwie ja, ein Teilthema von der einen Vorlesung gewesen. Gut, kommen wir jetzt erstmal zur Review. Wie bin ich so mit meiner Uni zufrieden und wie fand ich so das Studium? Also mit der Uni Greifswald bin ich total, total in allen Punkten zufrieden. Ich liebe Greifswald, die Stadt. Die Uni ist total schön und klein. Also die Dozenten sind so nett und man kennt sich halt auch schon so nach einer Weile. Also jetzt nicht gerade krass persönlich, aber die haben einen schon mal gesehen und man hat sich auch schon mal unterhalten. Und also ich habe nichts Schlechtes so zu sagen. Ich meine, dass man nicht immer mit jedem Dozenten so klarkommt, hängt halt, wie gesagt, vom Lehrtypen auch vielleicht ab, so dass man sich so denkt, gut, der schreibt jetzt viele Beispiele an und ich bin aber nicht so der Beispieltyp. Das ist ja dann aber eine persönliche Sache. Aber ich finde dann Greifswald halt auch so schön, dass man halt alles mit Fahrrad machen kann und auch mehr oder weniger muss. Also bei uns fahren die Busse so ungünstig. Jedenfalls da, wo ich gerade wohne. Ich muss aber auch nicht so viel mit Rad fahren. Ich habe meinen Campus ja gleich gegenüber. Und der andere Campus ist halt irgendwie eine Viertelstunde mit dem Fahrrad von hier weg. Und in der Stadt laufe ich 10 Minuten. Zum Meer fährt man auch nur eine Viertelstunde. Also ich rede jetzt vom richtigen, richtigen Strand. Wir haben hier auch so einen kleinen Strandbad in Greifswald. Das ist aber, ich weiß, erinnert mich so ein bisschen an so ein Seebad, so vor einem See. So ein kleiner Strand. Und deshalb, ich fahre gerne an die schöneren Strände oder mal nach Rügen hoch. Und ich finde, das ist schon eine krasse Möglichkeit, die man so hat. Und das hat man halt nur hier. Unsere Bib ist mega, mega schön. Also mega schön. Ich weiß gar nicht. Alles gut. Also richtig schön. Und mega gut organisiert alles. Also, ich weiß nicht, natürlich. Man liest immer, die Uni ist scheiße organisiert und alles Mögliche, aber selbst jetzt mit den Ausfällen in Corona und so, also ich kann da nicht meckern. Ich hatte auch keine, also ich hatte eine Vorlesung, glaube ich, die mir ausgefallen ist. Oder zwei, aber sonst haben alles stattgefunden und das wurde auch immer gut kommuniziert, auch durch unsere WhatsApp-Gruppe im Bio. Das war jetzt nie, dass ich mich jetzt geärgert habe, weil ich jetzt eine Stunde, also naja, ist übertrieben, also eine halbe Stunde irgendwie im Vorlesungssaal saß und da kam keiner. Das hatte ich in Bremerhaven öfter, aber hier hatte ich das noch gar nicht. Und es werden auch immer Vorträge angeboten zu verschiedenen Themen, die ich auch echt interessant finde. Ja, Greifswald ist halt eine schöne kleine Uni mit Stadt, ne? Sagt man halt so. Das ist halt so. Also ich habe so oft meine Profs beim Einkaufen gesehen. Das ist halt lustig und ich finde das echt schön. Ja, das kann ich auch sagen. Mensa-Essen ist gut. Ja, aber die Bib, die haut mich um, die ist echt schön groß. Und selbst in der Prüfungsphase war die jetzt nicht voll, dass du dir gedacht hast, ich habe jetzt keinen Platz und ich muss jetzt irgendwie woanders hin. Wir haben ja hier auch zwei Bibs, also eine in der Stadt und eine quasi am Beiz-Campus, wo ich dann halt öfter bin. Und die ist riesig und eigentlich hat man quasi. Also ich hatte auch nie ein Problem, jetzt ein Buch nicht zu bekommen. Und wir haben halt auch, wie gesagt, Rechner, an denen man arbeiten kann. Man kann sich Seminarräume mieten, wenn man als große Gruppe jetzt was ausarbeiten möchte. Auch wenn ich glaube, das ist halt auch so Standard an den Unis. Aber mega gut. Ja, mit Fahrradabstellmöglichkeiten, sage ich mal so, die sind halt begrenzt. Aber das macht den Leuten hier nichts, weil dann stellst du es halt daneben und schließt es halt einfach so irgendwie an. Ist halt eine Fahrradstadt komplett. Aber das finde ich schön. Ich meine, ich bin schon einmal klitschnass in der Vorlesung gewesen. Also richtig, richtig nass. Aber ich hoffe, das wird jetzt im Sommersemester ein bisschen besser. Ja. Also, ich bereue es kein Stück, hierher gezogen zu sein und das Studium hier angefangen zu haben. Es ist genau das, was ich mir auch vorgestellt habe. Ich habe wirklich, wirklich Spaß am Studieren. Und die Leute sind auch alle mega nett. Das ist halt der Norden. Die Leute, die haben ja eigentlich bessere Laune, sage ich immer wieder.
Noch kurz zu meinem zweiten Semester. Das geht ja jetzt auch bald los. Naja, es sollte bald losgehen. Es geht jetzt am 20.04. los. Ist angepeilt. Aber ich bin gespannt, ob das halt auch in die Tat umgesetzt wird. Ja, ich kann ja meinen Stundenplan kurz zeigen. Ich habe Experimentalphysik 2, Biochemie, physikalische Chemie, instrumentelle Analytik, systematische Botanik 1 und 2, allgemeine Zoologie 2, Pflanzen. Es ist keine pflanzenanatomische Übung, eine Pflanzenbestimmungsübung, glaube ich, genau. Und eine tieranatomische Übung. Ja. Das ist mein Stundenplan, liebe Leute. Ja, ihr seht richtig. Ich habe montags nur eine Vorlesung und freitags habe ich frei. Mega, mega geil. Finde ich super. Und ich finde, es ist perfekt, auch zum Zeug nachzuarbeiten. So die Pausen und sowas alles. Mega, mega gut. Ja, also was ich mir so vorgenommen habe für mein nächstes Semester, ist auf jeden Fall zu den 8 Uhr Vorlesungen zu gehen. Denn das sind wir. Also Botanik, da bin ich eigentlich gerne. Und das ist, glaube ich, nicht das Problem, dass ich da nicht hingehe. Hoffe ich. Weil bei Botanik ist halt so das Problem. Ich finde, das ist sehr verständlich. Da sitzt man jetzt nicht wie in Physik und war nicht anwesend und denkt sich so, okay, was haben die letzte Woche gemacht? Sondern ist alles sehr logisch, finde ich. Aber ich habe tatsächlich auch wieder Physik gemacht. Aber ich habe es mir vorgenommen, ich werde es mir vornehmen, dahin zu gehen. Ja, ich nehme es mir vor. Ja, und auf jeden Fall auch nicht so viel Stress machen. Ich werde alles in Ruhe angehen lassen. Ich gucke wieder, wie die Prüfungen fallen und wie ich es vielleicht legen kann. Und ja, es kommt eh, wie es kommen soll. Und ich mache mich jetzt nicht kaputt, nur wegen des Studiums. Es gibt halt Leute, die werden deshalb depressiv oder, weiß ich nicht, kriegen vielleicht auch Burnout. Das ist jetzt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist halt, Orkis zu forschen. Ja, halt Meeresbiologin zu werden. Und alles, was nicht gut für mich ist, ist halt im Endeffekt auch nicht gut für mein Ziel. Deshalb habe ich jetzt auch die Pause gemacht mit der Hand. Ich hätte es nicht machen müssen, ich hätte auch weiterschreiben können und ich hätte einen Scheiß drauf geben können, aber ich dachte mir so, wenn ich mit der Hand eingeschränkt bin, dann ist meine ganze Karriere halt auch für den Arsch. Dann kann ich auch nicht sagen, yo, ich werde Mikrobiologin, weil ich kann, ich habe keine Einschränkungen, also ich habe Einschränkungen in den Händen. Ich kann nicht richtig arbeiten mit den Händen und das ist es mir halt nicht wert gewesen. Und dann habe ich halt nächstes Jahr noch eine botanische Übung. Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Zum Schluss noch was Schönes. Also es ist so ein kleiner Tipp vielleicht. Ich habe mich so ein bisschen geärgert. Ich habe letztes Jahr in Bremerhaven keine Hiwi-Stelle bekommen und für alle, die ich mich hier beworben habe, auch wenn ich eine sogar schon mündlich quasi zugesagt bekommen habe, habe ich hier auch keine bekommen und es werden auch echt wenig Stellen hier in Greifswald ausgeschrieben. Und ich habe mir so gedacht, dass es ja irgendwie nicht sein kann, dass sie keinen Bedarf haben. Und dann habe ich einfach mal an jedes Institut, also an jede Abteilung in der Uni, die irgendwas mit Bio zu tun hat, eine Initiativbewerbung geschrieben und habe 3 Rückmeldungen bekommen. Und die eine scheint sich so auch so ein bisschen erledigt zu haben. Und bei der anderen habe ich am Dienstag ein Vorstellungsgespräch und bei der anderen habe ich am Freitag ein Vorstellungsgespräch. Das sind beides. Also bei der einen weiß ich, das ist eine Stelle, die auch mehr so auf 24 Stunden im Monat sind. Und ich denke, die andere vielleicht auch. Und dann kann man das beides auch noch nebenbei im Semester machen. Mein Stundenplan lässt das halt auch zu. Ja, also die am Freitag ist eine Stelle in der Marienmikrobiologie und am Dienstag in der normalen Mikrobiologie. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall eine davon bekomme. Das würde mich mega freuen. Also nicht des Geldes wegen, echt nicht. Also kein Stück mehr so halt praktisch arbeiten und Erfahrung sammeln und ein bisschen Networking und so. Ich habe nämlich gesehen, die Partnerin für Dienstag ist quasi die Leiterin der Mikrobiologie und die hat halt hier angefangen zu studieren in Greifswald. Das finde ich echt cool. Also so, dass man das einfach auch hier alles durchziehen kann. Das hätte ich nicht so gedacht. Ja, und das mit der Marienmikrobiologie wäre mega fancy, weil die tatsächlich auch Leute suchen, die mit Feldarbeit machen und quasi mit rauskommen und Proben sammeln auf dem Meer und die dann halt im Labor untersuchen und das wäre so cool. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Und ich hoffe,
wenn eins von dem klappt, dass ich halt auch so ein bisschen ein paar Ausschnitte zeigen kann, was ich so mache. Wird höchstwahrscheinlich mehr auf Instagram sein, weil ich weiß halt nicht, inwieweit ich da irgendwas filmen darf. Aber erstmal Daumen drücken, dass es auch klappt. Außerdem wollte ich noch angesprochen, eine Gruppe zu gründen zum Thema Biostudium und Meeresbiologie. Studium. Da haben sich noch nicht so viele Leute gemeldet, tatsächlich über Instagram. Aber ich wollte nochmal vielleicht fragen, ob es jetzt Leute gibt, die das Video hier sehen und die aber sagen, ja, klar, warum nicht? Also nur zum Austausch, damit nicht jeder irgendwie fünfmal fragen muss. Und man hat sich ja auch was davon, wenn der andere mal eine Frage stellt. Da ich momentan halt viele Fragen beantworte zum Thema Uni-Auswahl, Meeresbio generell, Arbeitschancen, Vertiefungen und allen möglichen Kram Richtung Biostudium oder auch so, zum Beispiel in englischsprachigen Teilen. Ja, und wenn es da Interesse gibt, gern Nachricht an mich oder mir über Instagram gleich schreiben. Und dann können wir das halt auch realisieren. Ich hoffe jedenfalls, dass das Video euch gefallen hat, dass es vielleicht einen guten Einblick gegeben hat. Wenn es noch Fragen gibt, wie immer, in die Kommentare. Ich beantworte die sehr gerne. Ja, und sonst schaut mal auf meinen anderen Videos vorbei, auf meinem Kanal. Abonniert es, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!